darf Ihnen mal meine Eröffnung zeigen. Ich sage also Folgendes, ich werde immer wieder gefragt, wie wird man überhaupt Zauberer? Ne? Bei mir war das ganz einfach, ich sah einen Zauberer auf einem Schiff. Ich weiß noch ganz genau, das Schiff war auf die kleinen Salmonellen. Und da war ein Zauberer, der machte folgendes Kunststück. Er hat ein weißes Taschentuch, steckte es oben in die Faust hinein, sagte einen Zauberspruch, simsalabim, und schon kam es auf der anderen Seite in einer anderen Farbe heraus. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Ich bin sofort zu dem Mann in seiner Garderobe, das war die Nummer 5, bin zu ihm gegangen, habe gesagt, sagen Sie mal, guter Mann, wie machen Sie das eigentlich mit dem Tuch, das Sie oben reinstecken, unten kommt es anders raus. Sagt er, das ist ganz einfach, man braucht zwei Tücher. Sag ich, zwei, ich sehe nur eins. Nein, sagt er, Sie brauchen noch ein weißes. Ja, sage ich, und wie geht es jetzt weiter? Nun meint er, das ist ganz einfach. Vor der Vorführung nimmt man eines der beiden Tücher, welches spielt keine Rolle, und steckt es heimlich in die Faust hinein. Das macht man heimlich, damit es niemand sieht, ja? Wenn Sie es also mal nachmachen wollen. Wichtig ist, dass Sie die Hand bis zur Vorführung geschlossen halten. Also niemals aufmachen, immer die Hand geschlossen halten. Dann holen Sie Ihr Tuch, stecken es oben rein und jetzt kommt das Wichtigste, der Zauberspruch. Wenn Sie nichts sagen, tut sich natürlich nichts. Also sagen Sie rechtzeitig den Zauberspruch Simsalabim und da fängt es langsam an, sich zu färben. Und am Schluss, da stehen Sie eben da mit zwei halben Sachen. Ja.